Ja. Auf jeden Fall bin ich dann vom Parkplatz runtergefahren und dann ist halt direkt gegenüber ist der Aldi. Und da wollte ich dann auch noch mal gerne hin. Oh Gott. Na gut, das ging ja okay. Das ist halt meistens so, dass wenn die Leute beim Rewe fertig eingekauft haben, dass sie dann zum Rewe gehen. Zum Aldi. Oder halt auch umgekehrt. Und dann wollte ich da gerne vom Parkplatz runter. Ich war sowieso schon angepisst von den ganzen Leuten, die im Rewe abgegammelt sind. Die ganzen kleinen Kackbratzen, die da am Rumschreien waren. Entschuldigung, dass ich das jetzt so sagen muss, aber ich war echt, ich hatte voll den Hals. Ach, fuck. Und dann will ich so langsam, also will ich vom Parkplatz runterfahren und dann laufen vor mir Leute her. Nicht so irgendwie, als ob ich da mal wegfahren möchte oder so. Dann laufen die ganz gechillt da rum. Anstatt, dass sie mir mal Platz machen oder so. Hätte ich am liebsten angehupt. Aber dann hätte ich wahrscheinlich nur so einen blöden Blick zugeworfen bekommen. Deswegen habe ich es gelassen. Am besten noch anfahren. Ist alles sehr böse, was ich gerade sage. Ich meine das eigentlich gar nicht so schlimm, aber es ist echt nervig. So, wie oft habe ich das jetzt hier eigentlich schon probiert, bitte? Okay, so kann man das nicht machen. Man kann es ja mal probieren. So. Number one. Dass Sparks auch so schnell fliegen. Fliegen kann. Auf jeden Fall freue ich mich heute auf mein Mittagessen. Gibt nämlich heute Pizza. Ristorante Basta. Das ist lecker. Mit ein bisschen Tabasco drauf. Die ist sowieso schon ein bisschen, also so leicht scharf ist die. Und dann noch Tabasco da drauf. Und ich gebe euch nur einen Tipp. Jetzt ist hier wieder Julias Kochrunde. Ach du Wichsknüppel. Macht Tabasco am besten drauf, bevor ihr die in den Ofen schiebt, weil Tabasco, ich finde Tabasco hat so einen eigenartigen Geschmack, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn der dann mitge... hat so einen eigenartigen Geschmack, genau. Ja, es ist... Dankeschön. Danke. mir fällt nicht mal, was ich sagen will. Eigenartigen Geschmack, genau. Und, wenn das quasi mitgebacken wird, dann verschwindet der und dann ist halt nur noch die Schärfe da, was ganz gut ist. Oh, das war knapp. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich noch gegen den gegenlaufe. Boah, wer baut denn hier so einen Dreck hier hin, bitte? So, das war schon mal Nummer 1 fertig. Ich finde, durch den Tunnel komme ich ganz gut durch. Sehr elegant. Nummer 2 ist fertig. Und jetzt gleich geht mir wieder die Pumpe, wenn ich oben auf dem Teil drauf bin. Mir geht jetzt schon die Pumpe, wenn man das sieht. Am besten springen, genau. So, jetzt müsste ich es eigentlich... Dankeschön. Ah, Bruchhügel. So. Jetzt machen wir den Metro. Ach, Metro Ring und Eisring gibt es hier. Gibt es ja zwei Fluglevel. Stimmt ja. Dann machen wir erst den Metro Ring, weil den Eisring, den kann ich ganz gut. Das hat man ja letztens gesehen. Nur, dass ich da den einen komischen Pirouettendreher da vergessen habe. Der Eisring wäre zwar näher, aber ich will erst den Metro-Ring machen, weil der voll scheiße ist mit den dummen Tauben da. Und den Bungee-Jump-Wichsern. Und die mit dem Stoppschild, die mag ich eigentlich. Oder ist das ein Attention-Schild? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber es ist halt immer so. Ich bin heute sehr gesprächig, merke ich. Also glaube ich jedenfalls. So kommt mir das vor. Finde ich ganz gut. Und in der nächsten Aufnahme... Ja gut, die nächste Aufnahme ist dann eigentlich was Neues, ein neues Spiel. Da habe ich dann auch wieder ein bisschen was zu reden. Aber danach die Aufnahme da ist, bin ich wieder still. Ankunft in Metro-Ring.
Ja, flieg doch. Okay, die Bungee. Bungee Jumper sind eigentlich gar nicht so das Problem. Ich muss nur wissen, wie die da platziert sind. Weil ich muss ja eigentlich nur. Ich muss die Bungee Jumper selbst hier nicht anfeuern. Sondern nur. Das, Sprungseil von denen. Es dauert viel zu lang. Slow Shots. Die finde ich cool. Nur gespannt, was hier meine Zeit war. Ah, ich hab's geschafft! Ist bestimmt 1:10 gewesen. Genau 1:10. Ach ja. Ich schreibe mir das mal gerade hier auf, wie viel ich hier hatte. Weil das interessiert mich jetzt echt mal, wie viel das hier war. Ich habe doch genau 1:10, ne? Ja. Boah, 1 für. Und das eigentlich beim, ja gut, ich sag mal, ersten Versuch. Metro-Regis 1:10. 0. Boah, ich bin begeistert, bin ich. Boah. Gut, dann machen wir jetzt den Eisring. Dann Schluckshaus. Und dann nur noch den Ripto. Dann haben wir alle. Das ist wunderbar. Nur noch, sag ich. Ja. Kann man eigentlich. Geht das hier? Nee, geht nicht. Weil ich glaube, im dritten Teil konnte man sich teleportieren lassen, wenn man eine gewisse Anzahl an Eiern hat oder so. Keine Ahnung. Sind noch Eier im dritten Teil, oder? Ja, ich glaube schon. Into the Dragonfly war dann auch Eier? Nee, waren Libellen. Genau. Und war das. War der Sprecher davon? Ist das der Tom Hanks, der Sprecher? Also die deutsche Synchronstimme von dem? Auf jeden Fall ist es so, dass es eigentlich relativ lustig. Und zwar am Anfang, ich denke mal, so wie sich das anhört, er sagt ja dann immer, ja, du hast bla 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 gefangen. Und ich habe das Gefühl, dass der diesen Satz so oft, wie es die Fuzzis in dem, so oft wie es Libellen gibt, jetzt muss ich das mal gerade erzählen, hintereinander gesagt hat. Also der hat quasi eine Liste gehabt und sagt dann halt, yeah, du hast Tom gefangen, yeah, du hast Jerry gefangen, yeah, du hast Julia gefangen. Und das dann, was weiß ich wie oft, 120 Mal oder wie viele Libellen es da auch immer gibt. Und man merkt halt, je weiter man im Spiel voranschreitet, desto krächziger wird die Stimme von dem Kerl. Das ist lustig. So, jetzt möchte ich gerne ins Wasser rein. Ich habe zwar wahrscheinlich nicht verkackt. Was habe ich denn für eine Zeit gehabt? Meine Bestzeit? Sehe ich nicht. Toll, weil ich nicht fertig gemacht habe. Na gut. Das ist, glaube ich, der letzte genau. Unbedingt an den einen letzten Mal denken, weil den habe ich nämlich schon wieder, nicht? Links neben mir ist der. Wow, 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 wow!
ist denn der letzte? Hier riecht's voll nach Brötchen. Na gut. Das war echt eine Scheißrunde. 1,32. Alter. Gut. Hätten wir das auch hier geschafft. Eisring. So. Jetzt Schluck. Obwohl, wir können ja mal nach... Wir können ja jetzt schon nachgucken, wie viel da die Zeit war, glaube ich. Gehen wir mal gerade ins Handbuch. Weiter. Metro-Ring. Unter 1,15. Na gut, ich dachte, wir hätten, man müsste, ja gut, 1,10. Weiß gar nicht, ob das dann gewertet werden würde. So, dann gehen wir jetzt zu Schluck. Und hoffen, dass wir den super duper mäßig hinkriegen. Schluckshaus. Oh, ich krieg das hier mit der Steuerung immer noch nicht richtig hin. Nummer 1. Ach so. Aber ich glaube, das mit dem Ripto-Treffen, das mache ich extra. Das mache ich nicht, währenddessen ich den hier besiege. Also das kannst du mal schön knicken. Also, Schluck wird auf jeden Fall gar kein Problem, den zu machen. Mit dem... Fuck. Muss ich das dann verlassen? Oder kann ich mich einfach töten lassen? Ich glaube, töten lassen geht auch. Schätze ich mal. Ich habe gerade wieder irgendeinen Satz angefangen, den ich fertig gebracht habe. Warum ist der Turtle? Was los? Was machst du für Geräusche? Ich höre das. Nicht, dass ich hören würde. Ist wieder Chaos über mein Aquarium. So, was haben wir jetzt Feines? Wow! Das war fucking knapp.